Hallihallöchen, willkommen zurück hier beim Anfängerguide von EVE Online. Entschuldigt bitte, dass die letzten 2 Tage kein Video kam. Ich hatte Spätschicht, musste dementsprechend nachmittags arbeiten und da hatte ich vormittags und auch abends nicht unbedingt noch den Nerv, ein Video aufzunehmen bzw. zu rendern und hochzuladen. Und naja, nichtsdestotrotz, heute geht's weiter. Heute gibt's leider nur Theorie, wirklich nur Theorie. Und zwar schauen wir uns heute eigentlich das Wichtigste in EVE Online an, und zwar die Skills, die Attribute und Implantate. Diese 3 Themen. Die gucken wir uns heute mal genauer an, werde ich genauer erklären, wie das funktioniert, wie das abläuft und was jetzt bei den Attributen bzw. den Implantaten zu beachten ist. Gut, fangen wir direkt an mit den Skills. Ich öffne hier mal meine Charakterübersicht, dann gehe ich auf die Skills und Sekunde, da ist die Trainingswarteschlange. So, darum kümmern wir uns heute. Und zwar hatte ich ja schon mal gesagt, dass die Skills in Echtzeit ablaufen. Wenn ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt nur ganz wenig Skills drin, aber es dauert insgesamt 79 Tage, bis diese Skills durchgelaufen sind. Das ist Echtzeit, allerdings nicht Spielzeit. Ganz wichtig zu beachten, die Skills laufen auch weiter, wenn man nicht eingeloggt ist. Solange der Account bezahlt wird, beziehungsweise man ein gültiges Abo hat oder halt 30 Tage durch eine Plex, die man in-game kaufen kann, hat, laufen die Skills weiter. Die sollten auch permanent weiterlaufen, weil, wie gesagt, es dauert wirklich. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz die Skills durch, was es alles gibt, beziehungsweise wichtige Skills, die jetzt halt, ja, je nachdem wirklich gebraucht werden und auf jeden Fall auch geskillt werden sollten, weil die unabdingbar sind, beziehungsweise, ja, unabdingbar, um überhaupt Schiffe nicht nur fliegen zu können, sondern worauf ich heute spezifisch raus will, ist, ein Schiff effektiv fliegen zu können. Dass man es einsteigen kann und ausrüsten kann, heißt noch lange nicht, dass man es effektiv fliegen kann. Und dafür sind die Skills. Es gibt wirklich jede Menge. Wie man hier sehen kann, das sind alles nur Reiter, wo viele Skills drin sind. Wir fangen einfach mal oben an. Corporation Management ist jetzt für die Leute, die jetzt ihre eigene Corporation gründen wollen oder halt ja, einen Tower aufstellen wollen, eine Post aufstellen wollen, kommen wir dann später auch noch zu. Von daher, es ist optional. Wenn man sich jetzt eine Corporation anschließt, braucht man diese Skills nicht. Nur wenn man selber eine führen will. So, Drohnen. Drohnen sollten wirklich geskillt werden, weil es ist einfach ein Damage Boost, beziehungsweise nicht nur Damage Boost, also es gibt nicht nur Kampfdrohnen, es gibt auch Salvage Drohnen, es gibt Mining Drohnen, es gibt Reparaturdrohnen. Die brauchen alle Skills. Dementsprechend, Drohnen sollten immer geskillt sein, weil auch fast jedes Schiff einen Drohnenhangar hat. Das geht ja zum Beispiel allein los mit Drones. Das ist der Grundskill. Steuerung einer Drohne. Fertigkeit zur Fernsteuerung von Drohnen. Ist dieser Skill auf 5? Ich meine, es ist eigentlich, dass dieser Skill auch dafür da ist, wie viele Drohnen man gleichzeitig benutzen kann. Das Maximum bei den Schiffen ist 5 Drohnen gleichzeitig, die man benutzen kann. Ausnahme sind die Carrier, also Trägerschiffe bzw. Motherships, die Supercarrier. Die können ein Modul finden, dass sie noch weitere Drohnen benutzen können. Aber ansonsten Drones, Grundskill. Dann haben wir hier, was gibt es denn hier noch? Drone Durability. Das ist nur ein Subskill. Der wird nicht benötigt, um irgendwelche Drohnen benutzen zu können. Aber ist halt auf die HP der Drohnen, dass sie ein bisschen mehr aushalten. Drone Interfacing, 10% Bonus auf den Schaden und so weiter und so fort. Also jede Menge Skills gibt es. Dann geht das halt noch weiter mit der Spezialisierung, dass man dann die Tech 2 Drohnen benutzen kann. Also Amar Drones oder Kaldari Drones, je nachdem. Habe ich jetzt auch nicht wirklich viel geskillt. Muss ich auch noch irgendwann mal Entschuldigung, hinterherziehen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt nicht auf den Drohnen, sondern mehr auf den Raketen. Aber wie gesagt, Drohnen sollte man trotzdem geskillt haben. Elektronische Systeme. Wenn ich jetzt gerade so drüber gucke, ist es hauptsächlich für PvP wichtig. Jo.
Das ist hauptsächlich PvP mit Cloaking halt zum Tarn, Electronic Warfare für die, damit man überhaupt Warp Disruptor bzw. Warp Scrambler benutzen kann und all sowas. Aber ansonsten ganz wichtig, Ingenieurswesen. Da habe ich auch sehr viel schon auf 5. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und zwar erstmal hier Weapon Upgrades. Weapon Upgrades reduziert halt den CPU-Bedarf von geschützten Raketenwerfer. Das heißt, es wird vom Schiff weniger CPU abgezogen. Das heißt, man kann höherwertige Waffen einbauen. Bei gleichen Voraussetzungen der Waffen. Jede Waffe, also die ganzen Waffen haben auch unterschiedliche Meta-Level. Das heißt, ja, es ist halt eine Untergruppierung von den einzelnen, von den Tech 1 Waffen. Geht jetzt halt von Meta 1 bis Meta 4. Meta 4 hat die besten Werte und im Normalfall auch die geringsten Anforderungen, also sprich CPU oder Powergrid Verbrauch vom Schiff. Dementsprechend, je weniger man braucht, umso höherwertiger oder einfach gesagt, mehr Module kann man wirklich effektiv einbauen in das Schiff. Das gleiche für Powergrid Management. Zum Beispiel 5% Bonus auf die Energiebereitstellung, das ist der Power Grid. Man hat dann pro Skill 5% mehr. Capacitor Management erhöht den Energiespeicher auf Deutsch, genau. Die ganzen Module brauchen ja auch wirklich Energiespeicher zum Aktivieren. Je mehr man hat, umso länger funktioniert's. Das sind alles Skills, die nicht wirklich in den Forderungen, also in den Voraussetzungen für die Module drin sind, sondern das sind Sub-Skills, die halt das Schiff an sich verbessern. Sind aber wirklich keine Voraussetzungen. Ne? Und so wird das halt immer weiter aufgebaut. Da muss man dann wirklich durchgucken, was man brauchen kann. Also es gibt für jeden einzelnen Wert des Schiffs, wirklich für alles, wenn wir uns jetzt mal hier die Ausrüstung angucken, ich sitze aktuell in der Legion. Natürlich wird die wieder nicht angezeigt, herrlich. Aber wenn wir jetzt mal in die Info der Legion reingucken, in die Attribute, dann sieht man hier jede Menge Werte und wirklich jeder einzelne Wert, der hier steht, kann über Skills verbessert werden. Das gleiche gilt hier für die Ausrüstung. Der CPU kann hochgesetzt werden durch Skills, der Stromsatz kann hochgesetzt werden, die Kalibrierung allerdings nicht, das ist ein Fixwert. Aber ansonsten Masse, selbst die Masse des Schiffs kann runtergesetzt werden, dass es weniger Masse hat. Das geht auch über Skills. Die HP geht hoch, die Resistenzen können hochgesetzt werden, Energiespeicher, wieder Aufladerate. Selbst dafür gibt es Skills. Muss man halt nur mal gucken. Von daher, es gibt wirklich für alle Skills. Man muss entweder, man guckt wirklich alle Skills durch und guckt halt, okay, der bringt mir das, der bringt mir das, der ist so wichtig, dieser Skill ist dann so wichtig und so weiter und so fort. Da muss man halt jeder für sich selber wissen. Am Anfang kann ich wirklich nur empfehlen, spezialisiert euch nur auf eine einzige Rasse im Spiel. Am Anfang, auf jeden Fall am Anfang. Es bringt nichts, querbeet zu skillen, dann könnt ihr zwar alles fliegen, aber nichts effektiv. Da kriegt ihr später dann auch Probleme. Das habe ich am Anfang auch gemacht, deswegen bin ich immer noch so am Hinterher-Skillen und es ist mit der Zeit wirklich nervig und ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr anfangen wollt, spezialisiert euch erstmal nur auf eine Rasse, seht zu, dass ihr da ein bisschen was effektiv fliegen könnt, wo man wirklich sagen kann, okay, ich kann es effektiv fliegen und dann kann man noch weitersehen und halt auf die nächste Rasse hinscalen, beziehungsweise aufs nächste Schiff, auf die nächste Ausrüstung und all sowas. Die Frage ist jetzt, ab wann kann ich sagen, dass ich ein Schiff effektiv fliegen kann? Und zwar kann man das auch einigermaßen nachvollziehen. Es ist auch nur ein Richtwert. Das ist jetzt nicht festgelegt, sondern es ist nur ein Richtwert. Aber es gibt in der Schiffsinfo eine Reitermeisterschaft. Dieser Reiter ist auch unterteilt in 5 Unterreiter, wie man sehen kann. Und je höher ihr die Meisterschaft fertig habt, also alle Skills in den jeweiligen Leveln, die hier aufgeführt sind, umso effektiver könnt ihr ein Schiff fliegen. Dieses Schiff, also die Legion, kann ich jetzt nur Meisterschaft auf 1 fertig. Wenn ich jetzt Meisterschaft 2 noch weitermachen will, muss ich halt die Drohnen noch weiter skillen. Da ich die Legion aber nicht als Drohnenboot fliege, ist es für mich meiner Meinung nach relativ uninteressant. Aber so kann man halt die Effektivität eines Schiffes grundlegend erkennen. Grundlegend. Nicht unbedingt
dass es wirklich festgelegt ist, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Meisterschaft 3, ich kann das Schiff jetzt relativ gut fliegen oder Meisterschaft 4, aber alleine wenn man die Skillzeit sieht, die noch gebraucht wird, allein wenn ich jetzt hier auf Meisterschaft 2 gehen will, brauche ich noch 8, okay, es sind nur 18 Stunden. Meisterschaft 3 sind schon 17 Tage, die ich dann noch hinterher skillen muss. Meisterschaft 4 43 Tage und jetzt kommt der Knaller, Meisterschaft 5, 934 Tage Skillzeit. Das sind fast 3 Jahre. Kann ich mich auf dieses Schiff spezialisieren? Dann habe ich aber wirklich alle Skills, die in irgendeiner Art und Weise mit diesem Schiff zusammenhängen können. Nicht müssen, sondern können, habe ich komplett auf 5 ausgeskillt. So könnt ihr ungefähr eine Richtlinie sehen, wann ihr ein Schiff effektiv fliegen könnt. Ich habe natürlich auch ganz andere Schiffe, die ich wirklich wirklich, wo ich sagen kann, die ich komplett effektiv fliegen kann. Wie hier zum Beispiel die Phantasm. Die Phantasm habe ich auf Meisterschaft 2. 3 wäre jetzt nur einen Tag nachskillen. Das ist Radar, Sensor Compensation, das ist für Zielausschaltung, ist nicht so viel. Controlled Burst ist halt, der wäre wiederum wichtig, dass ich den nachziehe. Der war wirklich wichtig, weil der reduziert halt den Energiespeicherbedarf, also den Cap-Bedarf von den Geschütztürmen. Und das ist durchaus sinnvoll, den halt mitzuscalen. Ansonsten Navigation, Fuel Conservation. Brauche ich nicht bei diesem Schiff. Es sei denn, ich baue ein bestimmtes Modul ein, welches Sprit verbraucht. Habe ich aber im Normalfall in dem Schiff nicht drin. Weder im PvE noch im PvP. Das wird mit diesem Schiff normalerweise auch nicht gemacht. Deswegen ist dieser Skill auch in meinen Augen unnütz für dieses Schiff. Aber er steht halt mit drin. Ne? Deswegen, es ist nur eine Richtlinie. Aber so könnt ihr das relativ gut erkennen. So. So viel erstmal kurz in den Skills. Ansonsten, wenn ihr Skills braucht, kann ich noch kurz erzählen, ist hier der regionale Markt. Komm, lade. Okay, so. Dann habt ihr hier unten den Reiter Skills. Dort sind alle Skills, die es gibt, aufgeführt in ihren jeweiligen Unterreitern. Allerdings, kleiner Tipp noch von mir am Rande, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, Ressourcenverarbeitung ist jetzt blöd, Raumschiffkommando, das ist auch mit das Wichtigste überhaupt. Ohne Raumschiffkommando geht nichts, weil da sind alle Schiffe Grundskills mit drin. Gucken wir jetzt zum Beispiel Galente Battleship. Den Skill habe ich noch nicht. Habe ich doch schon. Okay. Gucken wir jetzt mal, welchen ich noch nicht habe. Den Minmatar Battleship habe ich definitiv nicht. Minmatar Battleship, nee. Hier ist ausgegraut, habe ich nicht. So. Die Sache ist jetzt, wenn ich jetzt noch Sprünge sortiere, hier auf Station kann ich ihn kriegen für 4,5 Millionen. Der Skill. Aber wenn ich jetzt weitersuche, hier zum Beispiel 2 Sprünge entfernt, gibt es 595 Stück für jeweils glatt 4 Millionen. Das sind Schulen. Dieser Skill ist auf einer Schule. Auf diesen Schulen kann man fast jeden Skill kaufen. Und auch zu einem Fixpreis, wirklich zu einem Festpreis. Deswegen lohnt es sich immer, wenn ihr Skills braucht, sucht nach der nächsten Schule bei euch in der Nähe und kauft da die Skills zum Festpreis. Da sind, also viele Spieler machen das dann so, die kaufen halt die Skills, bringen die in die Trades Hubs und verkaufen die da teurer. Spart euch das Geld, geht zur Schule, kauft euch die dort. So blöd es klingt, ist aber so. So. So viel zu den Skills. Jetzt gucken wir weiter auf die, beziehungsweise teilweise fertig mit den Skills. Denn, wenn wir jetzt einfach mal hier, gucken wir mal Raumschiffkommando, gucken wir den Amar Battlecruiser. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und zwar gucken wir hier mal in die Info rein. Dort haben wir erstmal, was der Skill überhaupt kann. Skills zu Bedingungen von Amar Schlachtkreuzern. Attribute ist dann schon das Interessante. Es gibt nämlich einen Trainingszeitmultiplikator, der ist 6-fach. Und ansonsten halt Level 3 wird, den habe ich den aktuellen Skillpunkte, 48.000 habe ich da investiert. Und das Interessanteste sind aber hier das primäre Attribut und das sekundäre Attribut. Auffassungsgabe, Willenskraft wäre das bei diesem Skill. Voraussetzungen nochmal ganz kurz, kann man hier auch nachgucken. Und erforderlich für, dann sieht man für welche Schiffe oder Module man das braucht. Je nachdem, auf welchem Level der Skill sein muss. Also ich müsste jetzt den Battlecruiser 5 nehmen, allein um hier die Absolution oder Damnation fliegen zu können. Aber wir kommen jetzt erstmal hier auf Auffassungsgabe und Willenskraft. Die Attribute. Die Attribute
grob gesagt, je höher die Attribute sind, umso schneller läuft der Skill durch. Wenn ich jetzt mal hier auf meine Attribute gucke, habe ich 25, 24, 26, 23, 21, jeweils Auffassungsgabe, Gedächtnis, Willenskraft, Intelligenz und Ausstrahlung. Das sind die 5 Attribute. Und je höher die Punkte dort sind, also je mehr man darin investiert hat, umso schneller laufen die Skills durch. Ich meine, dass am Anfang alle Attribute auf 20 gesetzt sind. Ich bin mir da allerdings nicht komplett sicher. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Aber es gibt noch Möglichkeit, das umzuprogrammieren. Da kann man die Skills halt ein wenig runterschrauben oder andere dafür hochschrauben, um halt dadurch eine schnellere Trainingszeit zu haben. Dies geht allerdings nur einmal im Jahr. So viel sei gesagt. Einmal im Jahr oder man kann es sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar auch kaufen. Oder zu speziellen Anlässen gibt CCP den Spielern eine Umprogrammierung gratis. Kommt auch vor, gibt's auch öfter. So, aber um diese Attribute trotzdem höher zu bringen, als sie schon ohnehin schon sind, braucht man Implantate. Diese Implantate, wenn wir jetzt hier auf die Verbesserung gucken, ich habe jetzt auch alle 10 Slots belegt, es gibt insgesamt 10 Slots. Die ersten 5 Slots sind Attributslots. Das andere sind Subskills, beziehungsweise, Subslots, klingt komisch, die jetzt halt bestimmte Skills verbessern oder bestimmte Attribute vom Schiff, aber nicht die Attribute des Charakters. So, diese Attributimplantate, gucken wir jetzt mal hier, das Okularfilter Standard bringt mir plus 4 auf Auffassungsgabe. Dadurch, dass ich es einsetze. Man kann halt jeden Slot nur... ich bin im TS, oh mein Gott. Entschuldigt. So, besser. Voll vergessen. So, die Attribute... Also jeden Slot lässt sich nur einmal belegen. Die Attributimplantate gehen halt von Slot... beziehungsweise von plus 1 bis maximal plus 5. Plus 4 Punkte ist noch relativ bezahlbar, das geht noch. Plus 5 wird schon unmenschlich teuer. Leider. Aber es sind nun mal die besten Implantate. Und diese Implantate gehen auch nur verloren, wenn ihr die entweder zerstört, ich könnte es rechtzeitig drauf machen und entfernen, oder ihr aus der Kapsel geschossen werdet. Solltet ihr eure Kapsel verlieren, sind alle Implantate weg. Voraussetzungen sind eigentlich ganz einfach, Science auf 3 und Cybernetics auf 4. Das ist halt für die 4er Implantate, ansonsten für die 5er Implantate müsste ich Cybernetics noch auf 5 hochziehen. So, wie gesagt, und das gibt's halt für jeden Slot. Auch hier bei den unteren Slots, also Slot 6 bis 10, gibt es auch für jeden Wert jeweils ein Implantat. Auch von plus 1% bis plus 5%. Und die haben die gleichen Voraussetzungen. Die Implantate sind auch Slot-spezifisch gelockt. Das heißt, es gibt für jeden Slot jetzt wirklich nur bestimmte Implantate. Ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich brauche jetzt nochmal 16 Punkte auf Auffassungsgabe und hau mit denen dann nochmal rein. Das geht nicht. Ihr könnt dann wirklich nur einen Slot, also dieses Implantat in einen bestimmten Slot reinpacken und darauf ist es dann halt gebunden. Dann müsst ihr euch in den anderen Slots was anderes reinhauen. So, ich würde sagen, so viel erstmal zu den Skills, zu den Attributen und zu den Implantaten. Und alles weitere dazu könnt ihr euch selber raussuchen oder könnt mir auch in den Kommentaren irgendwelche Fragen stellen, beziehungsweise mich auch in-game anschreiben oder eine in-game-Mail schreiben, dann beantworte ich da auch noch gerne eure noch weitere Fragen oder zeige euch noch was, wenn ihr wollt. Ist gar kein Problem. Kriege ich zeitlich irgendwie bestimmt hin. Aber von daher, das soll es erstmal von mir für heute gewesen sein. Morgen, ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege, ansonsten erst am Dienstag. Ja, ansonsten erst am Dienstag. Werde ich euch mal zeigen, wie man ein Schiff ausrüstet für PvE bzw. für PvP, also sprich ein, ich werde euch da ein Fitting-Tool vorstellen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie aufgenommen bekomme, weil das ist ein externes Programm. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!